Den Startschuss zum Domainballs macht Nick.at-Geschäftsführer Richard Wein, der die zahlreichen Gäste nunmehr zum 11. Mal beim internationalen Domainkongress Domainballs begrüßte. Ja, einen schönen guten Morgen, werte Damen und Herren, werte Gäste. Ich darf Sie im Namen des Veranstalters des 11. Domainballs, das ist mittlerweile der Nick.at, recht herzlich hier in Salzburg begrüßen. Wieso Internet Governance auch in 2014 besonders wichtig ist, berichtet Keynote-Speakerin Sally Casterton, Senior Advisor bei ICANN, CEO Fadi Kehadi. So what I want to point to now is the political heat is heating up in this debate. It is no longer something for just technical people who understand this stuff. It is beginning to be the stuff of government policy, foreign policy, economic policy. Sally Casterton präsentiert eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group, wonach mehr Internet, mehr Wachstum, mehr Jobs auch eine stärkere Wirtschaft bedeutet. Die erste Podiumsdiskussion beschäftigt sich mit der Frage, was bedeutet Internet Governance überhaupt und who is talking about what? Die größte Herausforderung der Thematik besteht wohl darin zu definieren, was genau unter Internet Governance verstanden wird und welche Institutionen dabei welche Aufgaben und Rollen einnehmen. Das Internet, ursprünglich die Spielwiese von Technikern, entwickelt sich zu einem komplexen und historisch gewachsenen System, das zunehmend Fragen der Ausgestaltung, Kontrolle und Steuerung aufwirft. My challenge also has a second part. My second part of my challenge is to talk about Internet Governance and make clear that it's not that simple. That there's a lot going on and that things are said today at this place but also in another place and in the end everything is connected to each other. Am Podium nahmen Platz Wim Degesell, Sally Casterton, Christian Singer, Thomas Schneider, Sabine Dolderer, Britam Malur und Hubert Schöttner. Im Rahmen des Vortrags wies der Senior Policy Analyst Wim Degesell insbesondere darauf hin, dass sich Strukturen und Entscheidungen von Internet Governance gegenseitig beeinflussen. Er bezeichnet das Internet daher als den virtuellen Regenwald des 21. Jahrhunderts. Das Internet als ein Ökosystem, in dem alles mit allem verknüpft ist und welches als Ganzes nicht administrierbar ist. Recently I read a comparison he made between the Internet and the rainforest. And I thought that's really, really interesting. Because what he said, basically, the Internet governance system today should be looked at as a rainforest. Just like a rainforest, the Internet is an uncountable diversity of different networks, different services, different applications. And just like the rainforest, it is impossible to think that you can manage it, that you can govern it as one complete thing, as a whole. It's not possible. Die Rolle und das Zusammenspiel unterschiedlicher Stakeholder und Institutionen und auch Regierungen standen in den anschließenden Expertenrunden im Fokus der Diskussion. Dass beispielsweise der Einfluss der amerikanischen Regierung auf die Debatte rund um Internet Governance mächtig ist, darin waren sich die Anwesenden einig. Umso mehr ist es notwendig, unterschiedliche Regierungen und Stakeholder, insbesondere auch auf europäischer Ebene, mit einzubeziehen, um die Internetverwaltung im Sinne aller auch weiterhin zu gewährleisten. Das Internet wurde ja nicht von den Regierungen erfunden und entwickelt, sondern von Wissenschaftlern, Technikern und der Industrie am Ende. Deswegen sind die Einflüsse relativ begrenzt, was die technischen Details angeht. Auf der politischen Ebene gibt es doch einen gewissen Trend jetzt, dass man sich für gewisse Grundprinzipien des Benehmens, was angeht und was nicht angeht, im Internet darauf einigen möchte. Das Vertrauen der User und der Öffentlichkeit, insbesondere in die amerikanische Regierung, ist durch bekannt gewordene Spionage- und Überwachungsvorfälle erschüttert. Umso wichtiger ist es, für Institutionen wie ICANN, ITU und Regierungen Vertrauen in eine faire und gemeinnützige Internetverwaltung zu stärken. Es geht darum, die Öffentlichkeit und den Endnutzer nicht nur an den Risiken, sondern vor allem an den Möglichkeiten des Internets partizipieren zu lassen. Das Modell und Prinzip der Multi-Stakeholder ist daher ein unterstützenswertes und richtiges Modell, so die Diskutanten am Podium. Vertrauen ist natürlich ein Schlüsselwort in der Politik, in der Wirtschaft und natürlich besonders auch im Internet. Der Snowden-Effekt, den hat man vielleicht am deutlichsten gesehen an der brasilianischen Staatspräsidentin Rousseff, die ja in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen, vor der Generalversammlung, zum einen über die Datenüberwachung beklagt hat und gleichzeitig, und das ist jetzt der interessante Link, eine Verbindung zum System der Internet Governance hergestellt hat. Und wir müssen schauen, dass das zukünftige System muss weiterarbeiten, aber wir müssen auch das angeschlagene politische Vertrauen und das Vertrauen der Kunden in die Internetwirtschaft wiederherstellen.